Wenn eine Säure und ein Metall miteinander reagieren, ja, was passiert dann? Das wird hier beschrieben, aber hier wird schon das Aufstellen der Reaktionsgleichung und das Ausgleichen erklärt, aber etwas schwerer. Pardon, nicht genau hier, sondern hier wird gleich ein Link erscheinen und der führt euch direkt zu dem Unterrichtsteil, den ich gerade hatte, weil meine Unterrichtsmitschnitte sind einfach zu lang. Ich rede die ganze Zeit, damit hier der Link endlich erscheint, damit das Video eine gewisse Mindestlänge bekommt. Und bevor ihr auf den Link klickt, eine Bitte, hinterlasst mal einen Daumen, damit ich weiß, ob das so richtig ist, ob das nützlich ist und ob das so ankommt. Ich danke schön. Bis dann im Unterricht.